Okay, klingt auch nicht schlecht. Weißt du was? Probieren wir mal das Schießeisen einfach aus. Okay. So eine Art Schrotflinte wohl. Oh, cool. Gesundheit. Genau das, was wir jetzt brauchen. Aha. Eine Pistole. Aha, aha. So, ist hier noch was? Nee. Ja, dann würde ich mal sagen, wären wir mit der Seite fertig. Ich gucke mir hier drüben natürlich nochmal an. Okay. Immer her damit. Oh. Schrotflinte, ja, Schrotflinten. Schrotflinte kann ich auch mal wieder benutzen. Wobei inzwischen macht die wahrscheinlich keine One-Hit-Kills mehr. Sonst wäre die echt heftig. Also so aus kurzer Entfernung hatte ich die ja am Anfang. Nicht schlecht. Ich glaube, die hat normalerweise nur einen Schuss, die Waffe. Aber ich habe ja den Bonus, dass hier mit doppelt 50% mehr im Magazin. Deswegen glaube ich, ist das vielleicht so. Oh, da komme ich nicht durch. Ich habe Geld gefunden. Juhu! Immer doch. Okay, geiler Wurf. Emporia. Sieht geil aus. Sieht hammer böse aus mit den Blitzen und so. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Nö. Oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Ich höre dich. Hey, und tschüss. Keine Kapitulation, keine Vergebung. Okay, gut, so wird das also nicht. Bam. Und tschüss, Kollege. Wir sind die Sende. Hat auch gut geklappt. Der mit dem Geld. Ja, okay, der eine ist hat natürlich jetzt einen fetten Abflug gemacht. Haarnadel. Also, was hilfst du mal? Mach das doch schon mal. Noch ein Lockpick, sehr gut. Kann man immer gut gebrauchen. Fertig. Salze. Ich nehme, was ich kriegen kann. Hier haben wir noch Mülleimer, noch ein paar Leichen. Und natürlich noch ein Fernglas. Was zur Hölle? Ich will drauf schießen. Gut, unverwundbar. Na? Wieso klappt das noch nicht immer? So, geht doch. Emporia. Sieht geil aus, muss ich sagen. Sieht richtig, richtig geil aus. Komm. Okay. Schauen wir mal, was das Ding macht. Einfach nur rumstehen. Gut. Prezimuni. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Ah, okay. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Spiele hier Baseball. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen.
hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt Kranker mir, die Scheiß. Sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Nein. Ich wollte Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ach was. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt haben sein. Zu haben, gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Ja, glaube ich aber auch. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft den Satz des anderen beenden. Ganz genau. Umgekehrt ist seltsam. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiere. Ja. Ja, wenn diese Quantenpartikel fix sind. Dann ist das an sich. Naja, wenn es die wirklich gibt oder so, ich weiß es ja nicht. Brauchen wir Geld? Immer doch. Hier. Juhu. Fast 1000 schon wieder zusammen. Aha. So, gut, hier gibt's nicht viel mehr. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Aha. Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Okay, hier ist nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Gut. Dann lade ich mal nach. Ach, Menschenskinder. Oh. So. Während die da ein bisschen kokeln. Ah, Öl, okay. So, Sog finde ich jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Und ich will mal wieder ein bisschen schocken. Ich hoffe, deswegen. Niemand. Elisabeth? Sieht kinderleicht aus. Und jetzt? Bitteschön. Jetzt wieder Musik. Okay, ich habe den Rest nicht mitbekommen, nur und jetzt wieder Musik. Wow, ich, Feuerhagel ist auch neu. Glaube ich. Oder zumindest kann ich mich nicht dran entsinnen, sowas schon mal gehabt zu haben, die Waffe. Jawohl, wieder 1-3. So. Scharfschützengewehr. Karabiner, bla, Revolver. Scharfschützengewehr gekauft. Okay, schnelleres Nachladen gibt es da gar nicht. Für das Scharfschützengewehr. Aber ich mache damit jetzt wesentlich mehr Schaden. 50% insgesamt, glaube ich. Und 900 habe ich noch. Die spare ich mir nochmal auf. Was machst du da? Für den Waffen! Oh, ja. So. Was haben wir hier? Au, okay. Nee. Nee, nee, nee. Hier, für die Kasse. Sehr gut. Und schon wieder fast bei 1000 angelangt. Was das Geld anbetrifft. Jawohl. Der Trick gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Oh. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Da. The Founders will bleed. Das kenne ich doch. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu.
half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihn das Messer halten. Tja, sieht so aus, als hätten sich viele gegen Comstock gestellt letztendlich. Elizabeth? Eine Sekunde. Alter, hier gibt's jetzt echt viel zu knacken, was? Bitteschön. Soll ich da lang? Was? Nee, gut, okay. Achso. Gut, das kam nur vom Licht. Munition für Schießeisen voll. Mehr ist hier nicht, doch. Schreibtisch. Toll, das war's. Wow. Ich, Juhu, Geld. Das wär's dann auch da. Okay. Ah, da hoch, okay. Hier geht's aber erst nochmal rein. War ja klar. Na, Arsch siehst du. Alter, wie die so gar keine Chance gegen mich haben. Ha. Das nennen sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Verdammt, wieso? Ja, damit. Sehr gut. Gut so. Noch mehr Geld. Was ist das? Was? Wo? Hä? Oh, cool. Neues Hemd, Pyromane. Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance. Haben wir das nicht schon? Oh, noch mehr. Alter, wenn ich dann Nahkampfangriff mache. Die Frage ist nur, zählt dieses Tornado-Dingster-Bumster auch als Nahkampfangriff? Weil die fackeln dabei ja auch ab, ne? Ich meine, wenn ich dann beides habe, dann brauche ich fast nur noch Nahkampfangriffe machen, nur noch die eine Fähigkeit einsetzen und dann mache ich richtig fett Schaden. Was habe ich denn jetzt gerade? Kugelsägen, nee, das behalte ich lieber. Erstmal eine rauchen. So. Nee. Hopp. Salze. Alter, das alles erstmal hier leer saufen. Jo. Also so wie es für mich aussieht, war's das? Da kann ich nicht durch, okay. Oh Mann, da hat jemand das Waschbecken kaputt gemacht. Was soll denn das? Immer diese Randalen. Ja, gut, das war's. Oh, lange kein Kinetoskop mehr gehabt. Oder Kino. Egal. Ah, die kennen wir doch. Columbia's greatest scientist introduce irgendwas. A physicist as well. Another genius who even... Ja. Ah, warum gebe ich mir überhaupt die Mühe, das zu lesen? Panzerfaust hätte ich natürlich... Nehme ich mal wieder Panzerfaust hier. Dann gehen Sie lieber weiter. Gut. Hier wären wir damit dann wohl fertig. Das ist Unsinn. Was ist Unsinn? Oh, Geld. Cool. Da, ein Lockpick. Juhu, wo? Alter, den habe ich echt nicht gesehen. Entweder war der da nicht und sie hat den da quasi hingemacht oder... Schon dabei.